Was treibt Spotify jetzt schon wieder in verschiedenen Ländern? Das erzählen wir euch, nämlich was passiert so in Spotify Indien, auch wenn es nicht Europa ist. Es ist zwar Indien, egal, es sind News, die was auch Podcaster interessieren könnten. Deswegen viel Spaß mit der Episode. We are back on Friday. So ist es nämlich. Mit einer ziemlich lustigen Episode. Vielleicht interessiert es nicht jeden, aber ich denke, es kann spannend werden. Ja, Michel, erstmal muss man dazu erwähnen, du hast diese News aus dem Internet herausgekramt und ich fand es ziemlich interessant von Anfang an, habe mich auch so ein bisschen erkundigt, was das ist. Ich glaube trotzdem, du bist in dieser Episode der Experte zum Thema Spotify Premium Mini. Das hört sich schon so, okay, Premium, ach, Mini, okay, was heißt das? Und ich glaube, wir bringen jetzt etwas Licht am Ende des Tunnels. Schieß los. Nämlich Spotify startet in Indien für 2 Rupien in der Woche Spotify Premium Mini. Was heißt das? Du kannst dir für eine Woche eben ein Spotify Premium Konto für 2 Rupien gönnen und somit deine Songs bzw. Podcasts werbefrei anhören. Und ich denke, dieses System könnte bei uns in Europa bzw. generell auf der restlichen Welt gut ankommen. Finde ich ziemlich cool gelöst. Und wir überlegen natürlich, wie können wir diese Technologie oder diese Tools für dich als Podcaster verwenden. Und wir haben da so ein paar Ideen, wie vielleicht Spotify zukünftig auch in Kombination mit deinem Podcast diese Sache quasi oder diese Funktion aktivieren kann, damit du deine Inhalte an ausgewählten User quasi dann vermitteln kannst. Ach echt? Ja, als Premium-Content. Ja, dann start gleich einmal mit dem ersten Vorschlag und mit der ersten Idee. Ja, die erste Idee ist, du bringst Premium-Inhalte und die kann man quasi durch 2 Rupien dann kaufen. Jetzt weiß ich auch, was das für ein Zeichen ist, weil ich habe mich gewundert, ich so, okay, ich habe auch auf der Homepage geschaut und da steht, glaube ich, RM oder so und 2 und ich dachte so, bitte, was ist das? Was ist das? Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Und kein Wunder, wir sind in Indien. Ja, eh. Also dieses Mal nicht Europa, wie gesagt. Aber ja, es ist generell cool, weil Spotify oder halt, wenn du so bei Amazon Music Premium da bist, zahlst du ja schon extra dafür, dass du eben keine Werbung rein bekommst. Klar, wenn du jetzt als eigener Podcaster irgendwie selbst Werbung für dich selbst machst oder für ein Unternehmen, das kannst du jetzt leider nicht ausblenden. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Ad davor geschalten werden würde, zum Beispiel vom österreichischen oder deutschen Bundesheer, würdest du es nicht hören, weil du eben den Premium-Account hast und das für 2 Euro in der Woche. Also mega geil. Ja.